Moin Leute, was geht? Und erstmal frohes neues Jahr 2022. Hab mich ja bisher noch nicht gemeldet. Ja, Bruder, also das war ein beklopptes Ende dieses Jahr, ne? Also erstmal Weihnachten und so, ich konnte gar nichts machen, Digga, weil ich die ganze Zeit nur hier Familie und so, ihr kennt's, ne? Und dann Silvester, Digga, ich habe gar nichts gemacht, Digga. Ich habe einfach Bauchschmerzen gehabt. Perfekt, richtig gut. Top, Kurs geht raus. Auf jeden Fall, Leute, vergesst nicht das Gewinnspiel. Ja, ihr könnt hier einen Forza Horizon 5 Limited Edition Controller original verpackt gewinnen. Link zum Video packe ich nochmal hier oben mit rein, ja. Unbedingt noch mitmachen. Auflösung ist nämlich heute, am 3. Irgendwann heute Abend werde ich es auflösen. Schauen wir mal. Also macht auf jeden Fall noch mit, wenn ihr den Controller haben wollt. So, Leute, ich habe ein Auto für 20 Millionen verkauft. Ich habe das Geld noch nicht eingelöst, das müssen wir gleich nochmal machen. Und wir müssen unbedingt mal rausfinden, wie ich das überhaupt gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da irgendwie was in der Festivalliste hier. Ja, perfekt, falsche Taste. So, ich habe irgendwie hier für die Spielliste habe ich irgendwas gemacht, irgendeine Aufgabe, da brauchte ich irgendein Auto. Habe ich mir dann gebraucht gekauft. Dann habe ich das, oder war das neu? Ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung. Dann habe ich das ein bisschen getuned, sodass ich diese Herausforderung da perfekt schaffen kann. Dann dachte ich, okay, verkaufe ich den Scheiß wieder. Hat er mir einfach 20 Millionen, konnte ich einfach auswählen. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt gucken wir erstmal. Und das Krasse ist, es hat auch wirklich jemand gekauft. Und was ich danach erst gesehen habe, das hat jemand sogar aus der Community gekauft. Digga, wie komme ich denn jetzt dahin, Alter? Auktionshaus, genau. Also das Auto, was ich verkauft habe, ist ein Bel Air, glaube ich, war das. Genau, hier. Chevrolet Bel Air. Ihr könnt es nicht sehen wegen der Cam. Nehme ich mal kurz Cam weg. So, das ist das Ding. Und ihr seht hier unten, Digga, hier. Für 20 Millionen, Digga. Oh mein Gott. 20 Millionen. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Bug im Game war oder so, weil die Karre ist ja keine 20 Millionen wert, ne? Ich konnte den aber einfach für 20 Millionen reinsetzen. Ich weiß nicht warum. Und absoluter Ehrenmann, Brian Gaming oder Brian Gamer hat es einfach gekauft. Und ich habe das einfach so just for fun im Discord gepostet, dass ich diesen Wagen verkaufe gerade. Hat einfach Brian gekauft, Digga. Beste Leben. Junge, wo hast du so viel Geld her, Junge? Auf jeden Fall, wir werden jetzt erstmal gucken, ob ich das Geld auch wirklich bekomme. Und dann werden wir nochmal gucken. Ich werde nochmal so ein Ding verkaufen. Und ich guck mal, ob ich dann immer noch 20 Millionen kriege. Weil ich habe keine. Vielleicht liegt es an dem Auto oder was? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er einen Bug oder so. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Geld hier einlösen. Digga, 20 Millionen. Das musste der echt mal reinziehen, ne? Wir haben jetzt schon ordentlich Geld. Wir haben 3,5 Millionen. Aber Digga, 20 Millionen? Was machen wir damit? Dann müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sind die nächsten Videos erstmal gesaved. Das ist schon mal richtig nice. Deine Credits einlösen. Credits wurden im Konto gut geschrieben. Bruder, als ob da jetzt oben 23 steht. Hä? Ey, wie jetzt? Ja, okay, das sind 20 Millionen, das ist schon mal richtig geil. Aber wo sind denn die 3 Millionen, die ich gerade hatte? WTF? Was ist denn das? Das ist ja komplett verbuggt oder was? Hä? Das hätten 23 Millionen sein müssen. Ich will mich jetzt nicht beschweren hier, ne? Aber irgendwann stimmt oder nicht? Ja, okay, keine Ahnung. Vielleicht muss man, ja, vielleicht gibt es da so eine Verkaufsprovision, die man hier ans Spiel zahlen muss. Keine Ahnung. Ey, Junge, das ist aber richtig krank, ne? Kann ich es jetzt nochmal einlösen? Nee, das wäre doch auch geiler. Also das war auf jeden Fall der Hoonigan, nicht der normale, der Hoonigan Chevrolet Bel Air. Da gucken wir gleich mal, warum ich dafür 20 Millionen gekriegt habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal eine kleine Rich Bitch hier. Wir suchen mal das Auto hier im Auktionshaus. Hoonigan Bel Air, das müsste da sein. Bestätigen. So, da, guck. Digga, die gehen ja normalerweise für ein paar Tausend weg. Hier, der ist ein bisschen teurer. Der jetzt, also verstehe das nicht, ne? Warum ist meiner so teuer, Alter? Ich kaufe mir, sollen wir uns neu kaufen? So, Hoonigan. So, hier ist der Bel Air. Ich weiß auch gar nicht mehr, für welche Aufgabe man den brauchte. Der kostet 76.000. Den kaufe ich jetzt einfach neu. Jetzt haben wir ja genug Geld, ist ja egal. So ein ganz dunkles Violett. Das finde ich auch ein bisschen schade an dem Game, dass man hier nicht matt glänzend so ne, machen kann. Ist ein bisschen komisch gemacht hier. Okay, wir kaufen den mal so. Aufgetuned hatte ich den auch ein bisschen. Ich hatte aber nicht viel gemacht, weil für die Aufgabe musste der irgendwie, genau, der wäre jetzt B620. Ich glaube, man musste B700 haben maximal. Ich habe nur so ein paar leichte Sachen gemacht. Hier so Ansaugung vielleicht oder so hatte ich gemacht. Und damit er halt ein bisschen besser fährt hier und so, ne? Bremsen noch. Gewichtsreduzierung hatte ich, glaube ich, sogar drin. Und irgendwie bessere Reifen, so Sport oder so. Nicht die ganz krassen, weil dann kamen wir schon wieder zu hoch. Ja, Sportreifen. Bau einfach mal irgendwas ein, ist ja scheißegal, ne? So. So, jetzt haben wir den getuned. Mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Ich habe ein Rennen gefahren, das mache ich jetzt mal aber mal nicht. Ich muss aber vorher das Auto noch wechseln. Sonst kann ich ihn ja nicht verkaufen. Ah, warte mal, ich kaufe mir den jetzt nochmal. Wir müssen ja gucken,
ob das jetzt am Tuning lag oder ob das jetzt einfach so ein Bug ist generell bei dem Fahrzeug. Ich kaufe den nochmal eben schnell. So, Auktionshaus, Auktion starten. Das ist der Standard. Wir gucken jetzt mal, was ich dafür kriege. Auto versteigern. Bin mal gespannt. So, Startpreis 8000, Kauf. Ja, guck, ich kann das nicht höher einstellen, Digga. Was ist das denn? Das geht nur bis 16.000, hä? Dann liegt's auch am Tuning, oder was? Okay, jetzt nehmen wir mal den hier. Auto versteigern. Was ist das, Junge? Hä? Kann mir das jemand erklären, Digga? Was ist das denn? LOL. Guck mal hier, ich kann... Was ist das denn, Junge? Ich hab 20 Millionen. Startpreis, Kaufpreis, alles 20 Millionen. WTF. Ja, moin. Ich verstehe das nicht, Leute. Ne? Wir machen mal hier Startpreis 100.000. Einfach so. Eine Stunde oder was? Ja, komm, wir machen 3 Stunden. Bestätigen. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum. Ja, okay. Auch frech, ne? Du musst ja einfach innerhalb von 60 Tagen einlösen, sonst kriegst du das Geld einfach gar nicht mehr. Schon cool gemacht irgendwie. Beachte das... Ah, guck mal hier. Beachte, dass auf den finalen Verkaufspreis eine kleine Verkaufsgebühr erhoben wird. Das heißt, wir haben gerade, irgendwie 3 Millionen oder so Verkaufsgebühr bezahlt. Hätten sie auch gerne mal irgendwo zeigen können, wie viel Prozent dann die Gebühr ist, ne? Das wusste ich auch bis jetzt gar nicht, dass da überhaupt eine Gebühr gibt. So, wenn wir jetzt Auktionen suchen machen, Bel Air. Okay, jetzt kommen wahrscheinlich erstmal irgendwelche anderen hier, ne? Ja, okay, perfekt. Man kann gar nicht so weit runtergehen, geht nur bis 2,5 Stunden. Aber da müsste jetzt drin sein hier, ne? Meine Gebote, ne, meine Auktion muss ich rein. So. Ja, da ist er drin. Digga, ich habe keine Ahnung, warum. Ich hätte jetzt sonst noch gesagt, liegt vielleicht an der Folie oder so, aber auch nicht. Hier haben wir jetzt eine Standardlackierung drauf. Keine Ahnung. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr es wisst, ob das ein Bug ist oder nicht. Wenn ihr den Bug auch habt, dann verkauft den Wagen. Vielleicht kauft den ja einer für 20 Millionen. Okay, kleines belangloses Video. Aber nicht, dass ihr euch wundert, warum ich im nächsten Video dann irgendwie 20 Millionen auf dem Konto habe, ne? Keine Ahnung. Der Wagen ist auch übrigens richtig lustig, ne? Ich habe hier die Federung so weich gemacht, wie es geht. Guck mal. Das ist so ein Dulli-Auto, ne? Den kannst du auch überhaupt nicht fahren, den Wagen, ey. Ich will das mal an. Ach du Scheiße. Der ist die ganze Zeit nur am Rumhüpfen, ne? Ich bin mit dem eine Runde auf meiner Strecke gefahren. Digga, also da kriegst du den Herpes, bevor du... Also bei der Hälfte habe ich aufgegeben, Alter. Richtig dulli, die Einstellung. Aber wenn man jetzt hier irgendwo rüberspringt oder so, der hat auf jeden Fall immer irgendwie Bodenkontakt. Federung ist so weit wie möglich eingestellt und ganz weich. Naja, Leute. Auf jeden Fall kleines, unnötiges Video. Ich wünsche euch frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, neue Zocker. Ciao, ciao. We'll be right back.